Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil der Neuzugänge aus dem März. Ihr habt in der letzten Woche schon den ersten Teil mit den ersten 12 Büchern sehen können. Wenn noch nicht, packe ich natürlich das Video auf jeden Fall in die Infobox. Und da es 24 Neuzugänge im März waren, dachte ich auch hier in diesem Monat, dass ich es einfach aufteilen werde und pro Video euch sozusagen 12 Neuzugänge zeigen möchte, denn ich möchte ja ein bisschen was zu den einzelnen Büchern auch erzählen und das müsste man sonst gefühlt so im Schnelldurchlauf machen, was ich einfach nicht möchte und daher jetzt einfach der zweite Teil. Es waren insgesamt 24 Neuzugänge, es waren 17 echte Bücher, 6 E-Books und ein Hörbuch und der erste Teil sozusagen der Neuzugänge war doch recht bücherlastig, dadurch, dass auch eine Rebuy- und Medium-Ops-Bestellung dabei war. In dem Teil hier jetzt sozusagen gibt es auch noch das ein oder andere E-Book. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach an mit dem ersten Buch des zweiten Teiles. Und zwar Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu. Ein Buch, das mich ja ganz kurz vor der Buchmesse erreichte und ich an dem Wochenende vorher direkt auch schon verschlungen habe. Das Buch musste natürlich her, da ich ein großer, großer Adriana Popescu-Fan bin. Ich all ihre Bücher bisher gelesen und geliebt habe und die wirklich großartig finde und ich mag einfach den Stil von Adriana, wo man gefühlt immer etwas Persönliches von ihr mitbekommt. Man das Gefühl hat, man ist Teil der Geschichte und bekommt die Charaktere einfach so tiefgründig nahegelegen. Auch hier in diesem Buch ist das so, dass wir eben auf 4 Jugendliche treffen, die in einer Klinik sind für physische, nein, psychische Probleme und wir im Grunde die Astronauten begleiten dürfen, wie sie zueinander irgendwie finden und eben auch das Vertrauen so ins Leben wiederfinden und das wirklich mit einem großartigen Schreibstil von Adriana. Ein großartiges Buch, war auch ein Highlight auf jeden Fall im März von mir und hat mir wirklich gut gefallen und natürlich auf der Messe habe ich auch die liebe Adriana getroffen, die mir das Büchlein dann auch signiert hat und worüber ich mich einfach auch besonders freue. Ich glaube, einen Tag eher oder einen Tag später ist bei mir der zweite Teil von Size eingezogen von Neil Schuster. Man, das ist der Zorn der Gerechten. Den ersten Teil habe ich ja gehört und absolut gefeiert und der zweite Teil ist nur nicht nur optisch eine wunderschöne Schönheit, sondern wirklich auch inhaltlich. Ein Buch, dass ich am Donnerstag Mittag vor der Messe noch die letzten 50 Seiten gelesen habe, weil ich auch dieses Buch mit zur Messe geschleppt habe und mir das auch signiert habe lassen, hoffe ich zumindest. Ja, ich dachte gerade, die Signierung ist weg. Ein tolles Gespräch, wir auch mit Neil Schusterman haben konnten und auch wirklich so das Gespräch, das Interview, was geführt wurde, wirklich ich sehr spannend und interessant fand und ja, leider werden wir auf den dritten Teil noch ein bisschen warten müssen. Er steht hier drin angekündigt für Frühjahr 19. Aktuell ist es so, dass er ihn selbst aber noch nicht fertig hat und er davon ausgeht, dass er den vielleicht sogar erst im Herbst abgibt, womit sich natürlich dann der dritte Teil auf jeden Fall nach hinten verschieben wird und es ist wohl auch eine Verfilmung geplant, worauf ich mega gespannt wäre und ich glaube tatsächlich, dass man diese Story sehr, sehr gut verfilmen kann und es ist einfach eine spannende Dystopie, die im Grunde eigentlich auch wieder so eine Utopie ist, in dem man eben nicht sterben muss, unendlich ewig lang leben kann und es eben die Gilde der Size gibt, die im Grunde den Tod bringen, den endgültigen und wir hier im Grunde, auf dem zweiten Teil jetzt im Grunde auch die Protagonistin sehen. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten, weil es würde vielleicht manche was im ersten Teil spoilern. Ich fand es sehr schön, dass sie das Cover nochmal verändert haben. Eigentlich sollte der zweite Teil ja aussehen wie der erste, nur nicht in Bronze, sondern in Gold. Man hat jetzt sich aber dafür entschieden, das Cover zu verändern und hier im Grunde auch ein Gesicht anzubringen. Im ersten Teil ist das ja eher wirklich nur so der Tod. Bin sehr gespannt, in welche Richtung der dritte Teil dann gehen wird. Mir gefallen persönlich die deutschen Covers sehr gut. Ich finde aber auch die englischen wirklich ganz, ganz toll. Es wird auch geplant sein, das Hörbuch wird noch folgen, allerdings verzögert, was ich schade finde. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich es dann nicht einfach nochmal höre.
weil ich einfach den Sprecher so toll fand. Aber ich, ja, man weiß natürlich immer nicht. Aber ich fand es großartig und ich denke auch, dass der erste noch als echtes Buch irgendwann bei mir einziehen wird, weil das wirklich eine Reihe ist, die mich tief beeindruckt hat und ich wirklich großartig finde. Dann ist das neue Buch von Guido Maria Kretschmer bei mir eingezogen, Das rote Kleid. Ich habe eigentlich alle anderen Bücher von ihm auch schon hier, die ja sich aber eher mit Modetipps beschäftigen. Hier haben wir wirklich einen Roman vom super sympathischen Modedesigner, den ich wirklich super gerne mag und ich gucke auch Shopping Queen immer mal super, super gerne. Mich regt zwar manchmal so die Oberflächlichkeit der Kandidatinnen auf und ja, allerhand andere Dinge, aber manchmal gucke ich mir das wirklich sehr gerne an. Und hier geht es eben ja, um ein wunderschönes Kleid aus roter Seide und die eben eines Tages zu einem Filmset reist und dort allerlei andere Kleider findet. Und ich habe schon Positives von dieser Geschichte gehört, bin auch selbst sehr, sehr gespannt darauf. Ist ja auch ein dünnes Büchlein, wird theoretisch auch sehr schön gesprochen, unter anderem auch von Guido selbst. Ich werde es aber, glaube ich, tatsächlich lesen und bin auch mega gespannt darauf. Und es ist halt von Guido und es geht um ein rotes Kleid und ich meine, muss es mehr Gründe geben? Nein, ich denke nicht. Ja, ich freue mich drauf und bin auch sehr gespannt auf die Story. Dann ist bei mir eingezogen von Ellie H. Radlinger Wolfsküsse und das ist, soweit ich es gesehen habe, eine Neuauflage eines bereits bestehenden Buches. Ist bei mir als E-Book eingezogen und ich bin einfach auch hier mega, mega gespannt, wie mir die Geschichte ja, von dieser Frau im Grunde erzählt wird. Denn ja, Ellie Radlinger lebt eben mit Wölfen zusammen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es anfangs sogar nicht nur ein Wolf war und ich mag ja so Lebensgeschichten mit Tieren und dann eben wo so ein bisschen Tierliebe, Menschlichkeit da durchkommt sehr gerne und ich erhoffe mir das hier auch so ein bisschen. Es wird wohl auch darum gehen, dass oder ein bisschen Aufklärung geben, dass eben der Wolf auch so ein unverstandenes Tier ist in unserer Gesellschaft und ich bin einfach sehr neugierig und freue mich da jetzt auch schon im April dieses Buch dann auch zu lesen und als E-Book ist es halt auch einfach mega handlich und praktisch und ja, ich bin einfach neugierig, was diese Geschichte bringen mag. Dann habe ich auf der Buchmesse vom DTV Verlag Wonder Woman geschenkt bekommen und zwar Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo und von der Autorin habe ich ja schon das Lied der Krähen gelesen und fand ja den Schreibstil wirklich sehr, sehr gelungen. Bin natürlich auch auf Wonder Woman gespannt. Ich bin jetzt nicht der größte Superhelden-Fan. Ich bin ein Fan von Batman und damit ist es gefühlt auch fast schon vorbei. Ich kenne mich in diesem DC- und Marvel-Universum überhaupt nicht aus und merke auch immer wieder, wenn andere davon sprechen, dass ich irgendwann abschalte und mir denke, irgendwie alles das Gleiche. Ja, es werden mich alle steinigen, die das nicht so sehen. Dennoch hat mich dieses Wonder Woman sehr, sehr angesprochen. Ich kenne die Geschichte von Wonder Woman, ich glaube nur so aus der Kindheit, also dass man da ein, zwei so Comics mal gelesen hat. Ich kenne nicht den dazugehörigen Film, bin dennoch sehr gespannt auf diese Amazone, die zur größten Heldin der Welt wird. Und es sind ja insgesamt ja, 4 Bücher geplant. Nach Wonder Woman wird von Marie-Lou noch Batman kommen, worauf ich mich mega freue, weil ich Batman einfach absolut liebe und Mary Lou natürlich seit Young Elites auch feiere. Von Sarah J. Maas wird Catwoman kommen. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher, ob das so meins wird. Und dann auch von Matt de la Peña Superman. Das ist ja so der Superheld, den ich am wenigsten mag. Aber ja, man muss sie natürlich nicht alle 4 lesen, aber ich denke mal, Wonder Woman möchte ich lesen und wenn mir da die Idee so gefallen wird, dann denke ich auch mal, dass Batman bei mir einziehen wird und bei Catwoman weiß ich es tatsächlich noch nicht. Also ja, mir hat ja der erste Teil vom Das Reich der 7 Höfe bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gut gefallen, dann war es vorbei, dann habe ich auch nicht weiter die Reihe verfolgt und ich weiß halt nicht, ob die Autorin, also Sarah J. Maas, das vielleicht bei Catwoman irgendwie in so eine ähnliche Liebesgeschichte bringen wird mit zu viel Prickeln und Knittern und Knattern und keine Ahnung und ja, aber Wonder Woman, darauf freue ich mich mega und habe mich natürlich auch auf der Messe sehr gefreut, als ich dieses Büchlein erhalten habe. Dann auf der Messe selbst gekauft habe ich mir den Schatzsucher von Fabian Kahl. Auch dieses Buch wurde mir signiert, worauf ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, auch ihn kurz persönlich kennenzulernen sozusagen und ja, er ist ja
bekannt aus der Sendung Bares für Rares. Sagt mir persönlich, hat das bis vor 3-4 Wochen auch nichts gesagt. Und ja, Fabian Karl ist wohl auch Antikjäger und hat da auch ein Schloss in der Nähe von Leipzig. Ich glaube, das ist hier drin auch irgendwo mal abgebildet. Und das kann man wohl auch besichtigen. Und er sammelt zum einen natürlich für sich selbst und gibt hier wohl eben auch Tipps und Tricks, wie man eben auf der Jagd nach Kunst und ja, Trödel sozusagen einfach ja, das Beste draus machen kann. Ist nicht unbedingt mein Thema, aber ich ja, denke, dass es durchaus interessant ist, einfach auch mal was anderes zu lesen und freue mich da natürlich drauf. Geschenkt bekommen habe ich von der lieben Jackie Fellgut das Päckchen. Ich hatte es ja in der einen Bücherwoche schon gezeigt, als ich die Ausbeute sozusagen meiner Buchmesse gezeigt habe. Das hat mir die liebe Jackie morgens mitgebracht. Eigentlich hatte ich vor, mir das Büchlein auf der Messe zu kaufen, bis dann Jackie mir im Auto erzählte, ja, das ist bei dem Distributor, wo sie eben ist, gar nicht möglich. Also nicht, wie es zum Beispiel bei BOD der Fall ist. Die Bücher kann man ja vor Ort kaufen. Und da dieses Büchlein das einzige ist, ja, nicht das einzige, mir fehlen natürlich einige Bücher im Regal, aber so ein Highlight-Buch ist von Jackie, das ich auch gerne im Regal haben wollte, hat sie es mir mitgebracht und mir natürlich auch am Morgen wunderbar signiert. Und ich bin ja, wie ihr wisst, gar nicht so der große Signaturjäger, aber einfach bei so tollen Büchern und so tollen Autoren freue ich mich natürlich darüber. Und das ist halt wirklich ein mega geiles Cover, ne? Also das ist, ja, wirklich... Ja, immer wieder fasziniert, allein die Briefmarke, dass da eben einfach der Autorname draufsteht und überall diese Herzchen und ja, wirklich großartig. Also wirklich ganz, ganz toll und bin ich wirklich sehr happy, dass das bei mir eingezogen ist. Auf der Messe habe ich Elvira Zeisler getroffen und sie hat mir von ihrer neuen Liebesromanreihe als Elle McCoy ein bisschen was erzählt und es hat mich doch direkt angesprochen und ich habe mir dann den dritten Teil der Alaska wieder Willenreihe geholt, hin und weg verliebt und habe das auch direkt nach der Buchmesse gelesen. Ich habe so ein bisschen was gesucht, was mich so ein bisschen aus dem Buchmesse Blues herausholt, was auch so ein bisschen was für zwischendurch ist und das war dieses Buch absolut. Also es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch die Idee, dass diese Liebesgeschichte in Alaska spielt, sehr gerne. Und ja, überhaupt war ich überraschend positiv davon angetan, wie tiefgründig die Charaktere von Elvira à la Elle McCoy sind und ja, hat mir sehr gut gefallen und ja, aus dem Grund ist es dann auch bei mir eingezogen. Dann hat mich ein Buch vom Verlag erreicht mit den besten Grüßen der Autorin. Das neue Buch von Bettina Behlitz ist ja, bei mir angekommen, Mein Date mit den Sternen, Blaues Funkeln und ich weiß tatsächlich noch gar nicht groß, um was es in diesem Buch geht, bin aber jetzt schon von dem Cover sehr, sehr, ja, angetan. Es ist hier romantisch funkelnd, heißt es hier hinten, verliebt in den besten Freund, verfolgt von bedrohlichen Männern in Schwarz, ein komischer Auftrag wirft seine Schatten voraus. Erschienen im CBJ Verlag, dementsprechend natürlich eher ein Jugendbuch, dennoch bin ich sehr, sehr gespannt und danke natürlich Bettina, dass sie da an mich gedacht hat. Mit Bettina habe ich ja vor 2 Jahren auf der Messe kennengelernt und wir haben auch wirklich so ein Stündchen, glaube ich, geplaudert und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch auf das neue Buch von ihr und bin auch bei diesem coolen Cover, also hier oben auf der Vogel, wirklich sehr, sehr gespannt, was drin stecken wird. Und dann sind am Ende des Monats noch 2 E-Books bei mir eingezogen und zwar Nicht weg und nicht da, ein Buch von Anne Freitag. Ich mochte ja von Anne Freitag Mein bester letzter Sommer sehr, sehr gerne und ich mochte ja auch die New York Diaries Reihe, die sie zusammen mit Adriana unter Pseudonym geschrieben hat. Und ich mag auch den Schreibstil von Anne Freitag. Und sie ist auch so eine super sympathische. Das Buch aus dem letzten Jahr, All die ungesagten Dinge oder Ein Mund voll ungesagter Dinge, war ja nicht so mein Thema. Deswegen habe ich das auch ja, gar nicht mehr zugelegt oder gelesen. Bei Nicht weg und nicht da bin ich jetzt aber einfach sehr, sehr gespannt. Auch hier habe ich mich tatsächlich gar nicht so groß mit dem Inhalt beschäftigt. Ich habe halt gesehen, es ist ein neues Buch von Anne Freitag und ähnlich wie bei Adriana. Wäre auch wie bei einem Fellgut oder einem Fitzek
Da ist eigentlich egal, sage ich mal, was drin steht. Hauptsache, es kommt was Neues und man kann eine Geschichte entdecken. Und dann macht ja eine Geschichte lesen, finde ich, auch immer noch besonderen Spaß. Wenn man sich gar nicht durch den Klappentext irgendwie Hoffnung macht oder in eine Richtung gelenkt wird, die es dann ja vielleicht gar nicht so ergibt. Aber ich bin einfach sehr gespannt. Ich mag die Geschichten und die Gedanken von Anne Freitag sehr gerne und bin da auch wirklich sehr neugierig darauf. So auch auf Fallende Stadt von Lauren de Stefano, eine Buchempfehlung, die mir bei meinen Neuerscheinungen für den April, ich glaube, 3-4 Mal in den Kommentaren genannt wurde, beziehungsweise dann ich sogar Privatnachrichten bekommen habe, so alle, Steffi, schau dir das an, das könnte ein Jugendbuch sein, was dir gefällt. Und so ist Fallende Stadt dann eben auch dank des Verlages bei mir eingezogen. Und ja, hier geht es ja auch eher so in eine Science-Fiction-Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben die Menschen ausgelagert sind und manche Menschen eben noch nie echten Boden irgendwie unter den Füßen hatten und dann eben auch allerlei Dinge passieren. Und ich muss auch hier wieder sagen, ich habe mich gar nicht groß mit dem Klappentext aufgehalten. Ich habe mal so grob drüber geguckt und einfach nur gedacht, das klingt echt nach einer geilen Story. Und das mag jetzt merkwürdig klingen, dass man dann im Grunde ein Buch sich holt, beziehungsweise es in diesem Fall dann auch beim Verlag anfragt. Aber es waren allein diese Empfehlungen, die es unter dem Video gab, wo ich dachte, wenn die 2, 3 und dann auch noch die 2 Privatnachrichten, die ich bekommen habe, mir das empfehlen und da an mich denken, dann glaube ich das einfach mal und vertraue darauf. Und anders ist es ja, also es ist ja auch andersrum so. Also wenn ich sage, das Buch war geil, dann schreiben mir auch ganz viele, wegen dir habe ich mir das besorgt und du hattest recht, hoffe ich zumindest in den meisten Fällen. Also ihr versteht, ne? Und ich finde das auch interessant, dass man das natürlich auch umgedreht durchaus mal machen kann. Also wenn ihr natürlich Buchempfehlungen habt, dann auch immer gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, das passt in irgendeiner Art und Weise natürlich zu mir und meinem Lesegeschmack. Und so dann eben auch Fallende Stadt. Ist wohl auch der Auftakt einer Reihe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss mich damit, wenn ich es dann lese, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser beschäftigen. Aber es wird ja, denke ich, beim Lesen dann auch auf jeden Fall ja einem wahrscheinlich klarer werden. Und erfahrt ihr auf jeden Fall in einer der nächsten Bücherwochen, wie mir die Geschichte ja dann gefallen hat. Und das waren sie nun auch schon, die 12 Bücher aus dem zweiten Teil, ja, aus den Neuzugängen März. Und ich hoffe jetzt tatsächlich, dass der April ein bisschen ruhiger wird. Es war jetzt ja wirklich die ersten 3 Monate immer sehr viel Neuzugänge. Ich hoffe, dass dadurch, dass es im April, glaube ich, nur 3, 4 Neuerscheinungen gibt, die mich ansprechen, ich um Rebuy und Medium-Mops eigentlich einen großen Bogen machen möchte. Ach, ich sage, ich mache das mit so einem eigentlich und einem Gesicht, weil mir eine Buchreihe vorschwebt, die ich mir gerne zulegen möchte, die ich allerdings schon kenne, aber nochmal gerne lesen möchte. Und ich habe es ja im ersten Teil der Neuzugänge schon gesagt, ich würde ja auch gerne die Clifton-Saga so langsam komplett im Regal stehen haben. Und da ich gerade erst was bei Medimops verkauft habe, ja, ziehen vielleicht doch ein paar Bücher ein, die dann aber nicht auf dem Sub landen sozusagen, sondern eben nur ins Regal ziehen, weil sie Herzensbücher geworden sind. Was ich finde eigentlich noch ein sehr cooler Grund ist, ne? Ja, aber ihr werdet das sehen, wenn es die Neuzugänge aus dem April gibt, beziehungsweise natürlich, wenn es eine größere Rebuy-Medimops-Bestellung wird, in dem Fall wahrscheinlich Medimops, dann ja, gibt es vielleicht auch ein Video dazu. Ja, wir gucken mal. Also vorhabe ich jetzt tatsächlich nicht, auf diese Seiten zu gehen, um darin zu wälzen und Wunschlisten abzuarbeiten, sondern wenn, dann wäre es wirklich die eine Reihe, mit der ich liebäugle, oder eben die Clifton-Saga. Also das wären wirklich so meine Ziele. Und ich glaube, das ist auch absolut nachvollziehbar und ja, hoffe ich zumindest. Aber das waren jetzt erstmal die neuen Zugänge aus dem Monat März. Vielleicht kennt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch, was bei mir eingezogen ist. Dann schreibt das gerne natürlich in die Kommentare oder auch auf welches Buch ihr euch von euren Neuzugängen aus dem Monat März am meisten freut. Würde ich mich sehr, sehr freuen und danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.